Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Retreat Box von UVO 361. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Retreat von UVO 361, das Ganze am 24. April erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das fünfte Soloalbum von UVO 361. Das Bundle zu diesem Album habe ich euch ja bereits vor einigen Tagen vorgestellt. Und heute ist es endlich an der Zeit für die Box. Wir haben hier eine schwarze Box, vom Format her wie so eine Schuhschachtel, also wie so ein Schuhkarton. Wir erinnern uns an die Wavebox, die war vom Format her genauso. Die Box in schwarz. Auf der Oberseite haben wir hier eine Aufnahme, eine Szene aus einem Videoclip. Und zwar haben wir hier einen riesen Haufen an Dollarnoten, an Dollarbündeln, die hier in Flammen gesteckt wurden. Dann lesen wir hier mit weißer Schrift UVO 361 und darunter den Albumtitel Rich Rich. Hier unten dann noch das Logo von Stay High in Grau. Etwas verwundert war ich über das geänderte Design, denn ursprünglich hat die Box ja so ausgesehen, also so wurde sie zumindest beworben in diesem schlichten schwarz-lila Design. Jetzt ist es im Endeffekt doch etwas, ja, sagen wir mal, spektakulärer geworden. Auf der Seite haben wir hier am Deckel diese Filmoptik. So sieht das aus. Und auf der Unterseite, drehen wir das Ganze mal um, haben wir auch wieder so einen Filmstreifen, einen Barcode in der Mitte, dann UVO hier abgebildet. Und hier unten gibt es dann noch die Beteiligten. Und oben natürlich das Logo von Stay High. Ja, ansonsten die Box hier glatt in diesem glänzenden Schwarz. Wir schauen mal rein. Der Boxdeckel ist natürlich abnehmbar. Von innen ebenfalls schwarz. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier als erstes die Jacke. Dann haben wir hier Sticker 1, 2, 3, 4. Vier Sticker an der Zahl. Patches. Ebenfalls vier Stück. Und ein Shirt ist auch noch dabei. Natürlich das Album an sich. Ein Anhänger, ein Schlüsselanhänger und ein Poster. So, dann packen wir die Box mal wieder zusammen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also, jede Menge Folie hier mit dabei, klar. Als erstes mal das Shirt. Rich Rich Box Shirt Attribute Schwarz M. Okay. Dann haben wir die Jacke, ebenfalls in M. Dazu kommen wir dann noch. Papier kann natürlich auch noch weg. So, ist sogar noch mehr Papier drin. Gut. Packen wir die Jacke mal zur Seite. Poster ebenfalls. So, und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Wir haben hier ein Jewelcase in einem Pappschuber. Als erstes werden wir mal die Folie entfernen. So. Und dann schauen wir uns das mal an. Also, ein schwarzer Pappschuber. Oben lesen wir Stay High Presents. Dann UVO 361 Rich Rich in so einem lila Farben. Auf der Rückseite haben wir den Barcode und die Tracklist. 13 Stück sind es geworden. Features sind hier keine angegeben. Es gibt meines Wissens auch nur ein Feature auf dem Track Nummer 3, Big Drip. Future aus den USA ist da ja mit drauf. Gab es ja auch schon die Videoauskopplung. Dann haben wir unten wieder die Beteiligten. Oben, ja, der Barcode. Dieser Schuber lässt sich dann einfach hier abziehen. Und dann kommen wir zum eigentlichen Albumcover.
Das sieht so aus. Also mehr oder weniger so ein Split-Cover aus verschiedenen Motiven. Hier oben ein Frauenkopf, dann hier nochmal der von Uvo, etwas verwackelt. Nochmals Uvo 361 hier vermummt. Der brennende Stapel an Dollar. Also bekannte Bilder, bekannte Aufnahmen aus seinen Videos. Auf der Seite hier wieder diese Filmstreifenoptik, Uvo 361 Rich Rich. Und auf der Rückseite nochmals die Tracklist. Gut, dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir zum Booklet. Ja, jede Menge Schmuck, so kennt man den guten Mann. Dann haben wir noch die Beteiligten, also Fotos und Artwork. Das Artwork von Bastian Wienecke. Weitere Fotos. Was haben wir hier noch? Die Widmung oder beziehungsweise einen kleinen Text von Uvo. Also was steht hier? All der Reichtum, all das Geld, der Erfolg hat keinen Wert. Warum auch immer ich so denke, aber ich könnte mich auf der Stelle von all dem Scheiß trennen. Solange es meiner Familie gut geht und alle Menschen, die ich liebe, gesund sind. Wenn du Geld hast, bist du rich. Aber wenn du alles hast, was du wirklich brauchst, wie eine gesunde Familie, ein gesundes Leben, dann bist du rich rich. Ja, ich habe es ja auch schon bei dem Bundle erklärt. Also ich würde das so deuten, dass Uvo hier so die zweite Ebene zieht. Also rich ist man wirklich so, wenn materiell alles abgesichert ist, wenn man sich die Sachen, die man möchte, so kaufen kann. Und rich rich ist dann so eine Stufe drüber, wenn man auch so die immateriellen Dinge erfüllt hat, wie zum Beispiel Gesundheit, Familie, Freunde und so weiter. Okay, dann haben wir hier noch weitere Aufnahmen von Uvo und zum Abschluss Stay High. Wir kommen als nächstes zur Album-CD. Die sind schwarz und silber gehalten. Sieht so aus. Und auf der Rückseite wieder brennende Dollar-Stacks. So, dann packen wir das Album wieder in den Schuber. Und kommen zum nächsten Boxinhalt, beziehungsweise zu den nächsten Boxinhalten, denn wir haben hier vier Stück, und zwar Sticker. Einmal hier Stay High in dieser Paramount Pictures Optik. Stay High ist das Label in schwarz-lila, so rechteckig, Querformat. Dann einmal der hier, Uvo 361, mit Hand und Schmuck abgebildet. Dann der Rich Rich Sticker, kreisförmig. Und einmal noch der Interpret, der Künstlername Uvo 361 hier in lila und weiß. Also vier Sticker in unterschiedlichen Größen und Formen. Ebenso wie vier unterschiedliche Patches. Wir haben einmal den hier, Uvo 361 in so einer lila Flammenoptik. Dann den Stay High Patch. So sieht er aus. Dann natürlich passend zum Künstlernamen ein Uvo und einen Patch noch mit dem Albumtitel Rich Rich. Jawohl, also insgesamt vier Patches und vier Sticker. Als nächstes haben wir hier einen Schlüsselanhänger, der kommt hier in so einem kleinen Druckverschlussbeutel. Machen wir mal auf. Also hier ist der Schlüsselring, die Kette und hier haben wir dann das Stay High Logo in Silber, also das kann man hier dann am Schlüsselbund, an der Jacke, wo auch immer, am besten wahrscheinlich am Schlüsselbund festmachen und dann kann man hier Stay High repräsentieren im Alltag. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Ich gehe mal davon aus, es ist das Poster, das wir auch aus dem... Nein, mein Fehler. Ich dachte, wir hätten jetzt wirklich das Poster aus dem Bundle, aber man hat es schlau gelöst, sodass man wirklich auch einen Mehrwert hat, wenn man sich beide Editionen holt, sowohl Bundle als auch Box. Wir haben hier ein anderes Poster, Uvo 361 Rich Rich, und dann haben wir hier den guten Mann vor den brennenden Dollarnoten. Also die Szene aus dem Video, darunter wieder Stay High Logo. Also man hat dann hier wirklich zwei verschiedene Poster im Bundle und in der Box. Das finde ich echt gut. Viele andere Künstler, die ja beides anbieten, machen dann einfach den gleichen Inhalt, so was Poster und Sticker betrifft. Das hat man hier anders gelöst. Wunderbar. Wir kommen zum Shirt, das hier in schwarz kommt. Da ist irgendwie noch, ja genau, eine Folie drin. Ah, und natürlich so ein kleines Säckchen hier mit seinem Salz. So, also was haben wir hier? Ein schwarzes Shirt
mit lila Aufdruck. Und zwar lesen wir hier wieder UVO 361. Das Ganze zieht sich dann hier so runter, also in so einer mehr oder weniger Drip-Optik. Dann haben wir unten noch das Logo, diesen Aufnäher hier von Stay High, den wir auch schon als Sticker hatten. Und auf der Rückseite ist das Ganze hier auch komplett mit Stay High bedruckt. So in einem Dunkelgrau auf Schwarz. Ziemlich großer Aufdruck hier, ein ziemlich großer Backprint. Bei dem Shirt haben wir es zu tun mit einem Stay High. Okay. Und das Ganze ist Größe M. Die Größe konnte man sich frei auswählen. Sowohl beim Bundle als auch beim Box waren mehrere Größen zur Auswahl. Ich glaube von S bis XXL war da alles machbar. Ich habe mich in diesem Fall für M entschieden. Und was lesen wir hier noch? Wir lesen hier noch Stay High Designed in Berlin. Wir haben es zu tun mit 100% Baumwolle, den Waschhinweisen und das Ganze ist Made in China. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen und kommen zum nächsten und zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir, wie auch damals in der Wavebox, eine Jacke, eine Fleecejacke. Auch hier wieder Papier bzw. Folie drin, die natürlich die Aufdrucke entsprechend schützt. So, die Jacke ist ziemlich groß. Wir haben hier eine schwarze Jacke. Auf der rechten Brust haben wir hier etwas kleiner den Stay High Schriftzug. Dann die Bauchtasche, wieder in so einer halb-halb Optik. Ich glaube, das war bei der Wave Jacke genauso. Also die rechte Seite ist hier glatt lila und die linke Seite wieder komplett mit diesem Stay High Schriftzug und der Farbton unterscheidet sich auch. Und genau in dem Farbton, in dem hier diese linke Bauchtasche ist, haben wir dann auch hier noch beim Reißverschluss links und rechts so zwei Farbstreifen eingenäht. Und das Lila, was wir hier haben, auf der rechten Seite in dem Fall, haben wir dann hier auch nochmal. Also auf der Rückseite geht das Ganze dann weiter. Und die beiden Lila- bzw. Violett-Töne, die wechseln sich hier dann auch nochmal ab. Also unten alles in diesem etwas helleren, oben dann in dem dünkleren. Und dann haben wir hier mittig, mächtig hier im Rücken dann noch das Stay High Logo. Also hier lesen wir wieder, Stay High ist das Label. Das ist hier so eingenäht, schwarzer Rahmen. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein in die Jacke. Also Reißverschluss, mittig hier zu öffnen. Hier haben wir übrigens noch bei den Armen Löcher, damit man hier nicht so krass schwitzt im Achselbereich. So sieht die Jacke von innen aus. Also auch hier wieder in Schwarz und Lila gehalten. Bei der Jacke haben wir es natürlich auch wieder zu tun mit Stay High in der Größe M. Und dann hier auch wieder das Etikett. Und wir haben es hier zu tun mit 100% Polyester. Und auch das hier ist Made in China. Grüße gehen raus. Unten der Bund ist so in Schwarz. Und an den Ärmeln links und rechts in Violett, in diesem Lila. Jawohl, das war's soweit. Wir packen die Jacke nochmal zusammen. Ja, wie auch immer, legen wir sie jetzt mal so hin. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Jacke hier, diese Fleecejacke. Dann haben wir das Shirt, beides in Größe M, wie gesagt, Größe frei wählbar. Das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Der Schlüsselanhänger in Silber. Die vier Patches, verschiedene Farben, verschiedene Formen. Die vier Sticker sind mit dabei. Auch hier wieder verschiedene Designs und verschiedene Formen. Und natürlich das Album an sich im Jewel Case mit diesem Pappschuber. Insgesamt 13 Tracks und ein Feature. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box.
Rich Rich von UFO 361. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr UFO 361 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.